So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Als allererstes müssen wir erstmal den Account wechseln, weil wie man ja weiß, ist dieser Account auf Herbock und nicht auf Jigsaw. Ja. Und der meiste fickt mich ja schon wieder echt ab, weil die viel zu viel Kabelei ist. Moment, oh, komm doch schon, ey. So, ich werde schnell beheben. Ich muss nur erstmal sämtliche Kabelei entfernen. Ja, weil ich habe zu wenig Stecker, ist das Problem. Ich habe einfach zu wenig Stecker. Und das ist, was mich auch extrem ankotzen tut. Dass man so gesagt eben sehr wenig zum Sticken hat, ja. Aber es wird sich jetzt erstmal klären. Wir werden erstmal den Account wechseln und ich glaube, dann zog ich wieder DK64. Ja. Dazu müssen wir nicht mal Internet drin. So, auf geht's. Also ich weiß nicht so gesagt, was ihr jetzt die Zeit jetzt mache tut, aber okay. Wie man weiß, habe ich jetzt alle oberirdischen Welten jetzt freigeschalten. Also jetzt alle regulären Welten. Ja. Wo sind wir hier jetzt? Irgendwo verunglückt oder... Okay. Soll erstmal egal sein. Beginn erstmal woanders irgendwo hin. Obwohl wir waren mit Chunky, glaube ich, noch. Wenn ich jetzt richtig liege. Waren wir mit ihm nur nicht hier in dem Schiff drin, ne? Problem ist, wo ist sein Knopf zum Aktivieren, ja? Ist ja die Frage, wo hat der seinen Aktivierungsknopf, ja? Tja, wenn ich das wüsste, liebe Zuschauer, glaub mir, dann würde ich auch schlauer, dann werde ich auch ein bisschen erfahrungsreicher hier. Ja. Wir können mir schon vorstellen, wo das sein kann. Moment. Du kriegst aufs Maul. Oh, verknappt durchgebackt. Geil. Ja. Tschüss. Mensch. Ich vergesse mir Boxen tut. Aber okay. Ja, ja, so. Machen wir mal den Wasserstand niedriger. Oder ist der schon niedrig? Nee, er ist noch nicht niedrig. Und ich glaube hier, oder? Verkusch dich! Stio, Alter! Sag mal, willst du Stress machen, oder was? Du willst Stress wollen, hä? Kannst du gern bekommen. Denn der... Wow, wir haben es hinbekommen, geil! Du bist es aber hier eine Zeit gegen den Tod, Alter. Weil wir haben nur mal eine Minute Zeit, um da hinzukommen. Nicht gerade empfehlenswert. Aber okay. Verpiss dich.
Nein, da kusch dich. Du machst mir so viel Stress. Wow. Aber okay. Auch das muss gebannt sein. Hallo. Ey. Gut. Was erwartet uns, Zeitbombenfische? Ist ja nichts anderes zu erwarten, nicht wahr? Ja, ja. Und ich glaube, die nächste Albtraumfassaufgabe gehört uns. Ich spreche mal den Bösewicht jetzt wieder. Hm, wie du denkst, dass du rauskommst, Alter? Vergiss es! Nein! Ich werde dich auch wirklich sagen, ja! Ja, du bist dumm, Alter! Ja, du bist dumm, Alter! Das schaffst du nicht! Das werden wir sehen. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Boah, Glück gehabt, ey. Scheiße. Das ist aber abgefucktes Glück, aber okay. Du bist dann wieder nach Wing. Alter, voll knapp, ey, aber geil. Alter, ich hab so knapp das bekommen, ey. Wahnsinn. Ja, geiler Schachzug. Echt epic. Und warum sind die ganzen schwulen Zeitbombenfische hier, ey? Also das muss ich jetzt nicht verstehen, ey. Ich will's doch nicht verstehen, um Gottes Willen, Alter. Habe ich nicht nötig. Gut. So. Wir haben 3 von 5. Aber irgendwo ist noch... Verkrüsch dich, Mensch. Oder wir wechseln erstmal das Areal und gehen das mal woanders hin. Ja. Auf geht's. Ins Land woanders hin. Ins Land woanders hin. Ich glaube, heute werden wir mal die Kamikaze-Kastell ein bisschen mehr untersearchen. Nur so aussehend, weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber okay. Auch da findet sich eine Lösung an. Auf geht's im Hommel, im Höllenhimmel. Willkommen im Hommel, willkommen im Hommel, Hommel! So. Ich glaube, dass wir soweit alle Moves erlernt haben. Ja, wir haben alle Moves erlernt, das heißt... Nur keinen Druck machen. Muss da einfach so schmeidig rüber. Kamera, dreh dich.
Ja, wie gesagt, wie ein ausgelockten Steuerpilz. Es ist darüber sehr schwierig. Oder? Jo, so geht's auch. Aber okay. Bin ich so balancierfreundlich? Das war ich noch nie. Und das searchen wir erstmal den Eingang hier. Alter, ernsthaft? Jetzt wirklich? Ich hab das Teil nicht freigeschalten. Das ist doch jetzt so ein schlechter Witz, Alter. Also das kann ich mal so gut wie ja nicht leiden. Aktivieren wir erstmal der Plattform. Moment. 2. Ich kann gut sehen, ich weiß, ich bin Vorschüler. So. Das wird schon wieder hier runterlaufen. Das pure Nix. Okay. Also. Ich sag's mal so, in Welt 6 brauchen wir die Aufgabe nicht machen, weil hier da die Fassaufgabe extrem beschissen ist, ja. Also so gesagt, das ist unser letzter Akt, ja. Mit den Fässern. Okay. Wir sind im Hummel! Aber schön. Und komme ich durch? Yay! Na also, geht doch. Was will man mehr? Ernsthaft, was will man mehr? Yeah. Das wäre erst ein Bratzen jetzt mal geohnt. Gut. Und? So schnell ist wie Spawning. Er ist ja unser best Emily Friend. Unser Friendemy. Der ist so gesagt hier. Miau, 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 miau. Oh. Kushi, kushi. Ich finde, aber da brauchen wir das mal nicht kümmern, weil wir den Boss sowieso erstmal nicht verprügeln. Also ist das erstmal eine Nebensache, ja. Gut. Und hier ist irgendwo ein Abo von der Verrückten, also die so gesagt von Lois Schwammkopf und Captain Crunch vertrieben worden sind. Obwohl Funky Kong die schon erwischt hat, ja. Trotzdem haben die immer noch Ängste. Gut. Wo ist das Hummelwesen? Da. Hummel, komm her. Hummel. Davon so weit sogar noch, ey.
Ich krieg dich noch. Da kannst du deine Arsch und Eier verwetten, ey. Ja, ich würde doch abbrechen, verdammt. Also spielen habt ihr meine so, ey. Und? Yay! Schönes Ding! Okay. Jetzt müssen wir das da hier treffen. Komm, Homie Figur, komm. Wartet. Jetzt habe ich schon mal wieder die Restpostmunition. Sei mal still, muss ich verarschen. Hä? Willst du Flachslange mich rollen? Na also, das war ja nicht so schlimm. Noch so ein Teil, oh nee. Hoho, geil! Also der Move, der war nicht schlecht, nee. Okay, da war daneben. Leider kein Epic 3 Hit, aber okay. Ja, wir können Banane. Cheetah Kong. Cheetah Kong. Der moddet, Alter. Ja, der moddet. So. Kann erstmal nix wie raus. Und da geht der Teil zu, Mensch. Ja. So. Erkundigen wir weiter die düstere Gegend, ja. Hallo? Wollt schon sagen, ja. Aufs Maul! Kleiner, hässlicher Skelettfotzenkopf. Fremdlingsskelett. Oh, kannst du treffen, du? Nein, kannst du nicht. Warte mal, hier mal ein Safe State, weil. Aus dem Grund, weil. Ja. Weil. Wenn ich hier runterfalle, lasse ich nicht wieder über die hässliche. Das wollte ich damit meinen. Jetzt kriegt er erstmal auf die Fresse, dass der mich so gesagt nicht runtut. Na, wirst du extra stressig, wa? Hier, Stress machen! Ja. Stirb, Stirbi, stirb! Gut. Jetzt ernsthaft? Das ist doch wieder viel zu viel Super Mario Fake, Alter. Warte mal, hier auch nochmal ein Safe State. Also nach meiner Meinung ist das Super Mario Fake. Also dagegen kann man echt nichts sagen, nee. Gut. Okay.
Okay. Das ist mal ernsthaft. Ich kann Super Mario Fake so ja nicht. Verpiss dich! Ich kann Super Mario Fake so ja nicht leiden, nee. Da bin ich ein Gegenspieler, ja? Was willst du, Stress? Kannst du haben. Ja, war kein sicher Stier, Alter. Ach nein. Teslon. So ein Dummel, Alter. Noch ein Tauschfass verarschen? Klar doch, hinter der Super Mario Fake Zone, na klar doch. Man hat's heutzutage, ja. Ja. Das ist sowas von scheiße logisch. Nein. Ja, Stier, du musst ran. Da jetzt ist kein Wiedergimmick, hä? Du musst dich wirklich jetzt so ranhalten, ja. Ja. Yay. Wow, jetzt hier so Huni. Immer wieder gut. Ja, na klar. Man hat es ja. So, jetzt hätte ich das Spiel ist alles weg. Ups, war ich das? Ich glaub mir schon. Ja, das war ich. Wieder Cheetah-Kong, ey. Ach du Scheiße. Ja, pass auf. Die Coins brauchen wir so gut wie gar nicht mehr, weil da sind wir durch. Ja. Jetzt gehen wir rein zu Teile keine Uhr. Fucking Super Mario Fake, ernsthaft. Der blöde Spider-Kill muss alles beleidigen, Alter. Wenn es da nichts an deiner Meinung passt. Ja. Bisschen stimmt das ja auch. Eslon! Gut. Ist auch auf die Fotze, ey. Skelettdämme. Danke, wie freundlich. Wie scheiße freundlich, Mensch. Kann man so freundlich sein? Okay. Jetzt sind wir deine Timmer. Kramtein, auf jetzt. Ja. Logisch, steht das Thema wieder voll am Rand der Welt, ey. Typisch Super Mario Fake.
Und ich merke in Super Mario Fade. Sag mal. Das ist aber der größte Super Mario Fake. Okay. Oh, die müssen die Fotzen hier abnehmen, okay. Ich nehme die mal alle ab hier. Ups. Du willst mich verarschen? Komm her, Schlampe, komm her. Du verarschst mich nicht, Bengel. Ich lade ihn nochmal schnell nach. Alter, wo bist du? Zeig dich! Ich sag mal. Willst du mich komplett rollen? Ich glaube, die Fotze will mich rollen, Alter. Komm her, Stu, komm her. Ich krieg dich garantiert. Ja, wenn man so beschissen anvisiert, tut es der Plasma nichts trifft. Toll, wie kann man denn so beschissen anvisieren? Sollte er es da oben so halten? Moment. Na also. Was war daran jetzt so schwer? Gut. Dann verlassen wir die Gegend wieder. Gut. Denn ich hätte mir was anderes aus dieser Muni geholt. Ja. Wenn ich Scheiße normal machen brauche, gehen wir mal auf Erstellen. Gut. Weiter geht's in der Super Mario Fake Zone. Wow, sie schafft es rüber! Ist das so epic, Alter? Aber okay. Soll ich auch so eine fette Stress machen? Das würde ich euch lieber untersagen. Es wäre keine gute Angelegenheit, nein, nein. Nur so als Info. So. Nee, 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 nee. Wagen wir uns mal ins Innere, aber erst im nächsten Part.